Hallo, liebe Freunde des gepflegten echteren Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. Nicht Sir, sondern Surviving. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. Die Probleme sind bekannt. Ich hoffe, wir können sie so langsam in den Griff bekommen. Jetzt arbeiten hier auch überall mal fast ausreichend Leute. Das finde ich ja mal... Das finde ich ja mal richtig nice. Und selbst die Uni ist jetzt mit einem Slot ausgelastet. Ja, jetzt heißt es im Grunde erstmal wachsen und warten, dass so die wichtigen Forschungen fertig werden. So, einer hier oben war ja noch beim Sammeln. Der ist noch nicht ganz voll. Dann macht er mal weiter. Denn wir brauchen natürlich noch Eisen. So, stromtechnisch sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann könntest du eigentlich mal hier Treibstoff holen. Ja, hier brauchen wir halt noch Saatgut, was wir im Moment nicht ausreichend haben. Deswegen habe ich natürlich auch noch mal eine weitere Farm gebaut. Aber nicht nur wegen dem Saatgut, sondern auch wegen generell wegen Nahrungsmittel. Denn ich habe keine Lust, dass wir da irgendwann vor einem Problem stehen. Und die Kuppel ist bald schon wieder voll. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 große Slots. Damit müssen wir uns gut überlegen, was wir damit machen. Jetzt könnten wir mal schauen, was diese Carbonat-Dinger machen. Das sind ja die hier. Uiuiui, günstig sind die auf jeden Fall nicht. Die wandeln die Gesteinsabfälle in CO2 um und verbessern die Atmosphäre. Das Ding kostet 200 Beton, das ist nicht das Problem. 50 Eisen ist auch nicht unser Problem, aber 50, wie heißt die Teile? Maschinenteile plus auch nochmal, dass die Dinger halt 50 Strom verbrauchen. Was im Endeffekt wieder bedeutet, dass wir mehr Stromsachen anschließen müssen und dass sie natürlich wieder mehr Wartungsteile verbrauchen. Also Maschinenteile zur Wartung. Und im Moment produzieren wir 8. Ha. Ja, wir brauchen halt immer noch Ingenieure, ne? So, er ist voll mit Treibstoff. Den können wir hier ablagern. Und er ist voll mit Eisen. Das kann auch hier hin. Nichtsdestotrotz würde ich das Ding schon gerne bauen. Oh. Ist jetzt auch nicht gerade klein. Die Frage ist, ob wir es hier hinbauen. Aber hier sind eher noch Platz für Kuppeln. Oder ob wir es vielleicht irgendwie hier hinbauen. Da so hin. Da nimmt es jetzt auf jeden Fall keinen proaktiven Platz weg. Ja, okay, machen wir das mal. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das Geld, was wir bekommen, einerseits durch die Forschung hier, dass wir die, dass wir in das Auslagern für die Moholmine investieren. Weil Geld würde ich aktuell ungern exportieren, weil wir da scheinbar gerade so viel aus der Erde holen, wie wir elektronische Teile produzieren. Also eigentlich ist, gut, das Ding können wir ja, ja, man müsste halt einfach noch eine Kuppel hier hinbauen, dann könnte man das anzapfen. Wie viel ist jetzt hier noch verfügbar? 280, okay. So, das geht relativ schnell hier. Wo ist eigentlich der zweite Transporter? Der ist da. Hol dir mal die Gesteinsabfälle von da oben.
Das geht echt fix hier. Also fix ist übertrieben, aber die Drohnen bummeln da jetzt nicht rum. Aber wir sehen schon, was hier runtergeht. Das ist nämlich Nahrung. Vielleicht sollten wir nochmal hier das machen. So, er kann dafür dann mal hier die... das Lager frei machen. So. Dann muss er gleich nochmal fahren, auf jeden Fall. Lad das da aus. Er hat die Gesteinsabfälle geholt. Lad die mal dort aus. Sehr, sehr gut. Das sind halt teure Sachen, aber die investieren wir, glaube ich, in die Zukunft ganz, ganz gut. Also das ist auf jeden Fall nicht fehl investiert, würde ich sagen. So, die Rakete kommt. Er holt nochmal Nahrung. Wie sieht's aus? Naja, es dauert schon noch ein bisschen. Meteor shower incoming. Research complete. Fabriken-KI. Das können wir nochmal die Fabriken upgraden. So. Das ist aber auch nicht ganz günstig. Plus 20% Produktion. Vielleicht dann eher... Ne, hier nicht. Hier. Verbraucht Metalle. Und produziert Maschinenteile. Von denen haben wir gerade nicht mehr so viele. Geben wir mal einen Auftrag. So, er kann hier nochmal die Nahrung entladen. Wie sieht's denn hier aus? Beton ist halt auch das größte Problem, okay. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Meteoritenschauer, ja. Da fliegt, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kriegen wir vielleicht nochmal ein paar Anomalien, die wir erforschen können. Die uns dann vielleicht ein paar Forschungslämmchen bringen. Denn das wäre schon tendenziell sehr geil. So, wie sieht es stromtechnisch aktuell aus? Wir sind voll. So, die hält noch nicht mal die Hälfte des Betons ist hier. Und ich vermute mal, die Drohnen sind gering, sagt er. Okay. So, hier ist jetzt hoffentlich genug Platz. Oh, komm. Erstmal muss hier das Eisen eingeladen werden. Das dauert noch ein bisschen, weil hier sind halt nur drei Drohnen. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, hier Drohnen umzulagern. Von daher passt das. So, 102, 103 Beton. Das Upgrade ist gebaut. Das Geile ist, dass das Fabriken-KI-Upgrade keinen extra Strom braucht, ne? Sondern einfach nochmal die Produktion erhöht. Von daher, die Frage ist ja zum Beispiel, ob es auch mehr... Ob es dann auch den Verbrauch der Edelmetalle zum Beispiel erhöht. Das steht jetzt hier nicht so da. Aber auf jeden Fall brauchen wir immer noch Ingenieure, ne? Oh, guck mal, die Uni ist noch nicht mehr voll. Was ist mit der Schule? Die ist voll. Und die Kindergärten? Oh, hier sind wieder Kinder drin jetzt. Oh, hier auch. Naja, wir bekommen auf jeden Fall wieder Kinder. Ich glaube, die Upgrades sind jetzt hier nicht schlecht investiert, ne? Auch wenn sie jetzt ein bisschen was kosten.
und die Drohnen damit hier gerade gut ausgelastet werden, aber wir brauchen die Ressourcen ja. Also von daher, was bringt es uns, wenn wir die Upgrades jetzt nicht machen? Oh, ist das hier alles voll? Das sieht danach aus, ob die ganzen Essenslager hier voll sind. Hat hier mal noch Essen aus. So, dann hier nochmal. Und ich glaube, da unten kann auch noch Essen rein. ...145 Beton, das ist gut. So, und er ist am Sammeln. Und ist schon bei 33, okay. Ich glaube, das mit der Moholmine ist auf jeden Fall gut angelegt. Denn wir brauchen halt auch die Edelmetalle hier. Hier. So, Upgrades sind jetzt alle eingebaut. Jetzt könnte man überlegen, ob man auf jeden Fall nochmal ein Appartement hier reinklatscht. Vielleicht trotzdem auch noch eine Farm. Weil ich glaube, Essen wird tatsächlich ein Problem werden. Und jetzt haben wir nach einer Passagierrakete geguckt. So, Geologen brauchen wir aktuell nicht. Wissenschaftler, Ingenieure wären auf jeden Fall gut. Und Botaniker. Einzelgänger ist natürlich scheiße. Botaniker. Einzelgänger wollen wir nicht. So, gibt es noch Ingenieure? Hier ist noch ein Ingenieur. Das sind schon wieder alle. Wie sehen denn die Wissenschaftler aus? Melancholiker. Einzelgänger. Workaholic ohne Spezialisierung. Oh, die sehen ja alle nicht so geil aus. Enthusiast Veganer. Spieler Hyporonder Veganer. Partylöwe Enthusiast. Einzelgänger. Überlebenskünstler. Gut, holen wir uns die mal. Auch wenn das jetzt nicht voll ist. Ja. Wir geben hier mal eine Prio drauf. Damit das die Wohnungen gebaut werden. So, hier sind die Ressourcen gerade eingeladen. Eigentlich ist es Quatsch, erst das einzuladen, was mitgenommen werden soll, anstatt erstmal die Rakete leer zu machen. Das ist in meinen Augen nicht ganz logisch, aber naja, gut. Was soll's. So, der Carbonatprozessor ist auch fast fertig. Er ist schon wieder voll mit Eisen. Dann lad das dort mal aus. Und der andere Kollege steht hier rum und hat Langeweile. Dann kann er jetzt mal auch Eisen einsammeln gehen. Damit die sich immer so ein bisschen abwechseln, weil wir haben auch schon wieder ein bisschen Eisen verbraucht. Das heißt, wir brauchen Eisen. So, wie sieht's hier aus? Polymer ist schon da. Beton fehlt noch, aber der kommt auch. Das ist sehr gut. Wir gucken mal durch. Nicht, dass hier wieder irgendwo sich irgendwelche Wissenschaftler verstecken, wo wir sie nicht hinhaben wollen. Wo sind die Diner jetzt mal ausgeladen? Mensch. Dass ich das mal noch erlebe in dem Spielstand hier, dass wir die Gebäude halbwegs auslasten können. Oh, und hier ist die Kindertagesstätte jetzt sogar voll. Lull.
fürchte, was ich glaube, ich weiß, was das mittelfristig bedeutet. Was ist denn hier? Keine Nahrung. Vielleicht bauen wir mal noch. Hier einen Nahrungsspeicher hin. Der Kollege ist auf dem Hinweg. Der Kollege lädt gerade das Eisen ab. Drohnen sind überlastet. Na, was für eine Überraschung. Lad ja mal das... Oder hier auch erstmal die Nahrung, weil dort brauchen wir sie tatsächlich gar nicht. Krass, passt einiges an Nahrung hin. Und dann hier auch. Lad das dort mal aus, damit hier kürzere Wege für die Drohnen sind. So, und hier ist jetzt noch 3 Beton, dann haben wir das Ding fertig. Sehr schön. Und was ist jetzt hier schon wieder? Jetzt ist tatsächlich wieder zu wenig Leute da. Lul. Na gut, die Rakete ist ja auf dem Weg. Ist das Ding jetzt hier unten schon gebaut? Yes. Ist gebaut. Ich schalte hier wieder mal durch. Wie gesagt, ich habe immer Schiss, dass die Forschungsfuzis sich irgendwo reinschmuggeln, wo sie nicht hingehören. Wir haben 13 Arbeitslose. Dann können wir doch mal hier die Schicht noch eröffnen. Haben wir hier noch irgendwo Schichten, die nicht offen sind? Nope. Aber hier haben wir ein Problem, die Leute reinzukriegen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ah, die Dinger sind fertig. Also, sie werden gerade fertig gebaut. So. Und damit fangen sie auch schon an, Zeug zu verbrennen. Und wir sind gezwungen, deswegen hier wieder Sachen einzuschalten. Und natürlich brauchen wir dann dort Maschinenteile, weil die erstmal gewartet werden müssen. So, er ist schon wieder voll mit Eisen. Das ist natürlich geil. Dann lad das hier mal aus. Und er holt sich hier mal die Maschinenteile. Und hier die Maschinenteile. Und lädt sie dort aus. So, die Rakete landet. Und wir exportieren jetzt kein Geld. Ja, also, das machen wir jetzt nicht. Das werde ich auch direkt ausschalten. So. Das Apartment ist gebaut. New colonists have arrived. Das müsste ja vom Platz her reichen. Passt es wieder. Vielleicht bauen wir mal noch. Die Wohnanlage war ja auch groß, ne? Genau. Dann vielleicht hier ein intelligentes Haus. Das müsste man forschen, aber das können wir im Moment nicht forschen. Das dauert auch zu lange, bis wir das machen. Wir brauchen also jetzt eine Übergangslösung. Gut, damit brauchen wir jetzt nur noch was, was uns Wasser bringt. Haben wir da schon ein Gebäude? Oder ein Gebäude, was wir bauen können? Nee. Was wir aber gerade forschen, ist ja der Magnetfeldgenerator. Genau. Ach du Scheiße, er braucht 250 Eisen und 50 in der... Boah. Krasser Shit. Krasser Shit. So, damit ist die Rakete auch schon wieder abflugbereit. Wie gesagt, wir exportieren kein Geld. Ich behalte sie jetzt auch erstmal nicht hier für irgendwelche Anomalie-Sachen. Und er... Okay.
Was ich mal noch in die Forschung mit reinhaue, ist jetzt die verringerten... Hier, das hier. Denn, die Staubabstoßung bringt uns, glaube ich... Also spart uns einfach Ressourcen für die Wartung. Und gerade wenn wir so viele Solarkollektoren haben, ist das schon wichtig, dass wir da ein bisschen drauf Acht geben. So. Ah, das Diner ist jetzt endlich ausgelastet. Ich finde es interessant, dass wir trotzdem nicht alle Forschungs... Oh, ich glaube, ich habe vergessen hier. Ja, tut mir leid. Das müssen wir nochmal ändern. Große Kartoffeln. Und wir gehen hier mal auf die Spätschicht. So. Auch wenn wir da jetzt einen Tag oder so verlieren. Hier wären jetzt zum Beispiel 100 Kartoffeln fertig. Hier bald auch. Das ist schon okay. Hier sind wir gerade einmal durch. Wir sind jetzt bei 600, ja. Ach so, das Ding läuft schon. Wo denn? Ach, hier drüben. Okay, das stört uns aktuell nicht. Dauert noch einen Tag und 5 Stunden. Okay. Oh shit. Oh shit, ich sehe, was wir da für ein Problem haben. Wir brauchen dort, Knallt jetzt hier etwa auch der... Okay, so viel zu, dass es uns dort nicht stört. Okay, wenn der noch weiter hier hinwandert, haben wir natürlich ein Problem. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo unser Thron-Dude ist. Ah, okay, das passt schon. Ich hoffe, der Sturm wandert in eine andere Richtung ab, weil das gefällt mir ehrlich gesagt da nicht. Ich dachte erst, dass das hier oben in der Ecke ist, aber... Schauen wir mal, wie er sich bewegt. So, minus 1 Wasser... Weil hier oben auch was fehlt denn da schon wieder in der... Oh, Maschinenteile. Jetzt sind es minus 14 Wasser. Oh je. Der ist wieder voll mit Eisen. Lassen wir entladen. So, Maschinenteil ist witzigerweise immer noch knapp, obwohl wir, können wir mal hier... Moment mal. Bitte nur Ingenieure. Dass da die Forschungsfuzis schon wieder so scharf drauf sind, ey. Das kann ich nicht verstehen. Also ich schalte ja nicht umsonst immer die Gebäude durch, weil ich echt Schiss habe, dass die Wissenschaftler sich immer irgendwo anders einquartieren. So, gefundene Planetenanomalien, 2 Stück. Sehr gut. Das da allerdings dauert der... Resources are low. Nee, Wasser wird wieder produziert, meine Freunde. Alles gut. Alles gut. Maschinenteile auch. Das können wir wieder ausmachen. Research complete. Magnetfeldgenerator. Okay. Na gut, den können wir jetzt nicht bauen. Der kostet uns tatsächlich jetzt zu viel Ressourcen. Aber das hier kann eine Weile laufen. Das ist okay. Was machen die denn jetzt mit dem Lager hier? Die füllen das wohl auf, oder was?
Und manchmal sind die Drohnen echt komisch. Okay, dann kann aber er... Wo sind die Anomalien überhaupt gefunden worden? Ach, Planetenanomalien. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ferngesteuerter Erkunder. Da hätte ich die Rakete vielleicht doch da behalten sollen. Und was haben wir noch? Ah, hier unten. Beliebig. Neue Technologien. Naja, gut, okay. Fehler von mir mal wieder. Aber wurscht. Wir werden schon noch die Gelegenheit haben, die Dinger abzubauen, beziehungsweise zu besuchen, weil normalerweise ja auch immer wir einen Hinweis kriegen, wenn die Konkurrenz das machen will. Aber gut, wir sind am Ende für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Nahrungsmitteltechnisch, forschungstechnisch, aber auch kolonistentechnisch. Von daher alles prima. Eure Tipps gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.